SWS. Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu meiner Sendung Buchtipps mit Liane Römer. Es ist ja noch ein bisschen Sommer, aber es herbstet und Herbstezeit ist Lesezeit. Die Schweriner Literaturtage vom 13. Oktober bis zum 6. November werden uns da viele, viele Leseanregungen geben. Da ist nicht nur das gemischte Doppel mit Annemarie Stoltenberg und Rainer Moritz, das immer sehr, sehr beliebt ist und bei den Literaturtagen also auftritt, aber wir werden auch Schriftsteller live erleben, solche auch, die ich hier in letzter Zeit auch vorgestellt habe, wie zum Beispiel den in Schwerin aufgewachsenen Björn Stephan mit Nur vom Weltraum aus ist die Erde blau oder die Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert aus Altmetheln mit Vom Aufstehen ein Leben in Geschichten oder Ingo Schulze mit Die rechtschaffenen Mörder. Und Steffen Dobert werden wir erleben mit 80 Tagen durch Mecklenburg. Und auch den Schweriner Verleger und Autor Rainer Thon mit seinem Buch Der Herbst stand ihm gut. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten. Das waren jetzt nur einige Beispiele. Und in der Pandemiezeit hatte ich Sie auf die kroatische Schriftstellerin Marica Brotrucic hingewiesen, die die Corona-Zeit frei nach Rainer Maria Rilkes Gedicht Pantherzeit genannt hat. Sie lebt ja in Berlin und hat dort die Pandemiezeit erlebt und sie ist ebenso Gast der Literaturtage. Bei uns gab es in der Pandemie sicher keine Gitterstäbe, aber wir waren doch schon ganz schön abgeschottet und freuten uns, wenn wir was Gutes lesen konnten. Und zum Lesen hatten wir sehr viel Gelegenheit und nun möchte ich Ihnen wieder einige Tipps geben, einige Beispiele vorstellen, mit denen Sie sicher glücklich auf Lesereise, auf Reise gehen können. Da ist zum Ersten, zum 140. Geburtstag von Asta Nielsen erschien die Romanbiografie von Barbara Beuys, Asta Nielsen, Filmgenie und neue Frau aus dem Inselverlag 2020. Dann als Zweites der niederländische Meister des skurril poetischen Martin de Hart hat seinen neuen Roman Der Nacht Stimme genannt, bei Piper Verlag 2021 erschienen. Und drittens Jan Bürger, der am Deutschen Literaturarchiv Marbach arbeitet, hat Zwischen Himmel und Elbe, eine Hamburger Kulturgeschichte, 2020 bei CH Beck Verlag herausgebracht. Detailreich berichtet Barbara Beuys in ihrer Biografie Asta Nielsen, Filmgenie und neue Frau über die unvergessliche Diva, die in ärmlichen Verhältnissen in Kopenhagen geboren wurde. Beim Schulaufgabenmachen auf dem Dachboden entzündete der herumliegende Plunder ihre Fantasie. Vor dem Spiegel behängt sie sich mit alten Sachen, versinkt in eine fremde Welt. Im Theater sieht sie ein Stück von Henrik Ibsen und weiß sofort, sie will Schauspielerin werden. Doch die Geburt ihrer unehelichen Tochter Jester bringt die frühe Karriere ins Stocken. Sie wird für den Film entdeckt, der gerade im Entstehen ist. Ihr erster Ehemann schreibt das Drehbuch für den Film Abgründe, der 1910 ein großer Erfolg wird. Im Ersten Weltkrieg hängen ihre Fotos in den Schützengräben. Die Soldaten schwärmen für Asta, sie gibt ihnen Trost. 1921 sorgt ihr Hamlet für volle Kinokassen und sie lernt Joachim Ringelnatz kennen, der im Kabarett seine Gedichte vorträgt. Die große, elegante Diva findet sofort an dem kleinen, wortgewaltigen Hans Bötticher Gefallen, den sie dann gern in ihr Karussell auf Hiddensee einlädt. Sie arbeitet vor allen Dingen in Deutschland und in Berlin terrorisieren bald die braunen Horden die Stadt. Immer mehr Künstler verlassen das Land. 1939 verliert sie ihre Schwester, die neben der Tochter der wichtigste Mensch in ihrem Leben war. Asta Nielsen erfindet sich in der Zeit des Zweiten Weltkrieges neu, gestaltet Stoffcollagen, lädt zu Vernissagen ein. 1964
nimmt sich Tochter Jester das Leben. Nur der Kontakt zum Kunsthändler Christian Tede kann ihr Leben noch erhellen, den sie dann mit 88 Jahren heiratet. Am 25. März 1972 stirbt Asta Nielsen, über die es hieß, sie sei mehr als ein Star, ein Mensch. Warum das Buch lesen? Unendlich viele Details spiegeln Ruhm und Glanz, auch den Alltag der Diva. Wir atmen den Zeitgeist zwischen 1881 und 1972. Der Nachtstimmer von Martin Tehart ist ein Buch, bei dem man sofort spürt, es geht um Menschen, die trotz ihrer Mängel liebenswert sind. Humorvoll wird von Problemen erzählt, Hass und Verachtung haben keinen Platz. Der Orgelstimmer Gabriel Potjewajt ist im Süden Hollands unterwegs. Er kann die Orgel nur nachts oder ganz früh stimmen, weil sonst die Geräusche von der Schiffswerft stören. Zum Drücken der Tasten benötigt er Hilfe, wenn er hoch oben wie in einer Zirkusmanege herumklettern muss. Das sonderbare Mädchen Lanne, das von den Leuten für debil gehalten wird, hilft ihm problemlos beim Stimmen. Dessen brasilianische Mutter Grazinia ist bildhübsch, die Tochter grundhässlich. Lanne spricht nur Portugiesisch. Gabriel würde sich gern mit ihr unterhalten. Und da er immer mit Hilfe von Bibeln Sprachen gelernt hat, kauft er sich eine portugiesische Bibel. Dabei wird er von den Einheimischen neugierig beäugt, zumal sich an der brasilianischen Witwe schon einige Männer die Zähne ausgebissen haben. Eines Tages erhält er einen Drohbrief. Dann passiert was noch Schlimmeres. Er wird von einem Unbekannten ins Hafenbecken gestoßen. Die nassen Kleider ziehen ihn fast in die Tiefe. Aber diese gefährliche Szene würzt der Autor mit witzigen Bemerkungen. Eben wie in einem Schelmenroman, in dem Schreckliches beschönigend dargestellt wird. Zwischen all den Dumpfbacken will der Nachtstimmer nicht bleiben. Er möchte abreisen, nur noch seine Arbeit beenden. Der Nachtstimmer ist ein vergnügliches Buch, das mit eigensinnigen Figuren gepflastert ist. Zum Schluss sagen wir, ja, so können wir auch sein. Wir Menschen sind unterschiedlich. Wir müssen uns nur gut verstehen. Wer soll so ein Buch lesen? Wer literaturgewordene Menschlichkeit sucht, die tut nämlich gut, der soll es lesen. In Zwischen Himmel und Elbe, eine Hamburger Kulturgeschichte, macht Jan Bürger selbst Hamburgern detailreich klar, was für ein kulturreicher Platz die Hansestadt ist. Der Autor singt ein Loblied auf Persönlichkeiten, die in der Stadt wirkten, so auf Telemann und den berühmten Bachsohn Philipp Emanuel Bach, unter denen sich das Konzertleben entwickelte. Die Verse, der Mond ist aufgegangen, die goldenen Sternlein prangen, erinnern an den unvergesslichen Matthias Claudius, der in Hamburg gelebt hat. Bei den Literaten stoßen wir auch auf Friedrich Gottlieb Klopstock, der in der von ihm gegründeten Lesegesellschaft auf das Vergnügen des Ohrs bei Lesungen hinweist. Als er 1803 starb, begleiteten Tausende seinen Sarg. Der 2008 verstorbene Lyriker Peter Rümkopf schwärmte von Jugend an für Klopstock. Immer sichtbar ist Gotthold Ephraim Lessing. Am Gänsemarkt steht sein Denkmal. In der hamburgischen Dramaturgie entwickelte er seine Idee vom Nationaltheater. Seine Liebe zu Eva König begann hier und endete tragisch. Es ist ihm gelungen, das bürgerliche Drama zu revolutionieren. Keiner hat bis dahin so lebensvolle Frauenfiguren wie Minna von Barnhelm oder Emilia Galotti erschaffen. Wolfgang Borchert, der 1947 viel zu früh starb, hinterlässt uns sein Antikriegsdrama Draußen vor der Tür und seine wunderbare Erzählung, wie zum Beispiel Die Hundeblume. Ohne Heinrich Heine ist die Hansestadt nicht komplett.
In Deutschland ein Wintermärchen verspottet er die Geldgier der Hanseaten und deren Kunstfeindlichkeit. Jan Bürgers Buch ist eine Fundgrube. Die Beatles und die Reeperbahn werden nicht ausgelassen. Wer soll das Buch lesen? Wer einen ausgiebigen Ausflug nach Hamburg plant, der sollte es lesen. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich freue mich, wenn ich Ihnen Anregungen geben konnte. Vielleicht war etwas für Sie dabei. Wir waren glücklich, dass wir mit unserem 86. Lister am 11. September 2021 über Ana Segers in Mexiko, hatten wir das ja, so gut angekommen sind und so viele Besucher begrüßen durften am Campus am Ziegelsee. Und dort wollen wir auch wieder etwas machen, und zwar am 23. Oktober um 15.30 Uhr. Wir begrüßen Sie gern zum 87. Lister. Und hier werden wir mit Buchautor Alfred Nering aus Ahrenshoop einen russischen Maler entdecken, der Ihnen bestimmt gefällt. Es ist Valentin Serov, der als Wegbegleiter oder Bereiter, besser gesagt, des russischen Impressionismus gilt und gegenwärtig mit 6 Gemälden in der Ausstellung Impressionismus in Russland, Aufbruch zur Moderne, im Museum Barberini in Potsdam vertreten ist. Alfred Nering wird aus seinem Buch lesen und in einer Multimedia-Show die Bilder zeigen und erklären. Dazu erklingt Musik von russischen Komponisten, dargeboten von der Familie Möbius. Der Vorverkauf der Tickets hat begonnen am Campus am Ziegelsee, Ziegelseestraße 1. Alles Gute, bis zu den neuen Buchtipps im Oktober. Lesen Sie viel und bleiben Sie neugierig. Ihre Liane Römer. SWS, Kita, Schule, Ausbildung, Studium. Alles unter einem Dach. Präsentiert die Buchtipps. Von und mit Liane Römer.